Da soll ich reinspringen. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Oh, ihr seid ja auch schon da. Ja. Ja. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Und nun befassen wir uns mit Kurs 6. Grüne Giftgrotte. Im letzten Part haben wir bereits Mission 1 gemacht, haben uns aber stattdessen für das Secret entschieden. Deshalb mache ich das jetzt hier alles im förmlichen Schnelldurchgang. Ich meine, ihr habt ja den normalen Weg gesehen und so, deshalb kürze ich jetzt auch mal ab. Und ja. Nee. Gut, das war jetzt nicht so intelligent, aber ich lebe noch. So. Ja. Hier ist Nessies Grottensee oder irgendwie so hieß das Ding doch. Ich wollte eine Stampfattacke machen. Dann habe ich mich für eine Kleidattacke entschieden und dann habe ich gar nichts gemacht. So schnell kann es gehen. Nessie. Put, put, put. Nessie, nein. Wo bist du denn? Oder bist du ja? Und gleich hast du Rückenschmerzen oder irgendwie so. 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 Hau einfach mal auf den Kopf drauf. So, bitte wenden, wenn möglich. Da hoch, alle Münzen eingesammelt und den Stern ebenfalls. Sehr schön. Und da oben hat man einen Stern gesehen. Lol, na da. Klettere auf Nessies Rücken hätten wir. Sogar eine Bestleistung. Naja, machen wir weiter. Mit finde die 8 roten Münzen. Nö, oder? Ihr wart doch jetzt wohl nicht wirklich, dass ich jetzt schon die 100 Münzen mache. Ah, okay. Gut, sammeln wir eben 100 Münzen. Können wir sowieso mal ein bisschen den Kurs erkunden. Kann ja auch nicht schaden. So, hier sind auf jeden Fall die 8 roten Münzen. Und ja, ich werde euch jetzt auch dann mal das Nebellabyrinth zeigen. Und ja, da gibt es so viele blaue Münzen und... Aber die alle zu bekommen, naja. Das Nebellabyrinth hat zudem eine dumme Eigenschaft. Man kann nicht atmen, deshalb verliert man Energie. Aber das noch Schlimmere ist, nicht wie beim Wasser, wenn man an die Oberfläche geht, bekommt man die Energie zurück. Nein, die bleibt dann weg. Deshalb ist es hier doch sehr spaßig. Hier hat man auch nochmal eine schöne Karte. Die drei Kreise bedeuten Eingang. Oder nein, die drei Punkte bedeuten... Ach, keine Ahnung. Gehen wir einfach rein. Oh, danke. So, ihr seht schon, ich verliere Energie. Aber warum das so ist, habe ich euch ja bereits erklärt. Jetzt mache ich nur noch den blauen Schalter. Eine Titankappe gibt's auch. Von der lasse ich mich jetzt mal nicht ärgern. Durch Springen, glaube ich, kann man das etwas vermildern. So, ich glaube, da hinten kommen jetzt gleich lauter blaue Münzen. Yep. So, beeil dich. So, alle bekommen. Oder? Na, die meisten müsste ich bekommen haben. Können wir auch mal hier lang gehen. So, gib mal auch eine Münze. Eine ganze Münze. Wow. Muss man sich schon mal überlegen. Eine ganze Münze. Nicht viel. So. Nein, du nass mich jetzt mal nicht. Okay, noch solche Mulden hier. So, hier gab es auch noch mal einen ganzen Haufen Münzen. Oder? Yep. Das betrachte ich mal als unentschieden. Gib mir meine 70. Münze. Ihr geblieben! Du Zubat! Aua!
Man. So. Immerhin schon 70 Stück. Das ist schon immer eine eindrückende Menge. Nein. Nein, könnt ihr vergessen. Die Viech habe ich doch schon mal fertig gemacht. Das kenne ich doch. So. Okay, hier kann man sogar mal ausnahmsweise atmen. Aber sobald man unter dem gelben Nebel ist, ist die Luft weg. Okay, ihr gibt keine Münzen. Also 8 rote Münzen, das macht dann... Ja. Weil jeder 2 gibt. Oh Gott, ich bin so schlecht im Rechnen. Nein, gibt 90. Das heißt, ich brauche noch mindestens 10 Münzen. Hier waren doch auch noch irgendwo welche. Nein? Okay. Jetzt werde ich etwas stutzig. Gab es da noch irgendwo Münzen? Wusstest du mich jetzt verarschen? Aber klar doch, da drüben, da drüben. Natürlich, da gab es welche. Und hier gab es, glaube ich, auch noch mal welche. Noch los, noch 5 Stück. Ja, sehr schön. Ah, nur ein One-Up, aber okay. Nehme ich auch mal. Danke dann. So. Okay. Dann können wir uns hier... Aua! Hallo? Oh Gott. Nein. So, ich bin drüben. Boah. Wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, ich sag's euch. Nein, danke. So. Ja, dann sammeln wir noch die 8 roten Münzen. Und dann haben wir die 100 Münzen bereits wieder. Aber da oben wären noch lauter Augen gewesen. Da hätte ich locker noch 10 Münzen zusammenbekommen. Naja, lieber auf Nummer sicher. Als dann doch nicht. Okay, das ist diese witzige Plattform. So, hier. So, was gab es auch, glaube ich, in der The Legend of Zelda. Swords. So. Beziehungsweise noch in vielen anderen Spielen. Okay. Dich zu umranden wird schwierig. Aber probieren wir es einfach mal. Nein. Doch nicht. Hey! War da fast drin? Ja, war. Aber ich wäre fast runtergefahren. Ja, toll, und wie soll ich da... Achso, ich soll da drüber. Hallo? Klar, da ist noch einer drin. So. 3. 4. Bam. Muss doch irgendwo noch so ein Trippeltrapp-Viech sein. Nein, doch nicht. Scheiße. Dann muss ich wohl übel das Ganze da oben lösen. Nein, du. So, hoch da. Und zack. Ich weiß gar nicht, wäre in dem Block noch eine Münze drin? Na, ich glaube nicht. So, hier sind jedenfalls die letzten 4 roten. Und dann hätten wir das bereits wieder. Na los. Da ist dann keine. Toll. Bei welcher Münze kriege ich das eigentlich? Das ist jetzt 97. Da drüben, da drüben. Ah, da ist wenigstens in Ordnung. So, jetzt habe ich gleich 99. Oh Gott, das ist so eine doofe Fledermaus. Wie heißen eigentlich die Viecher?
Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, noch eine. Nee, lass mich bloß in Ruhe. So. Und wir haben's. Ein weiterer 100 Münzstern. For us. Sehr schön. Und gleich der nächste. Okay, was war das? Aber okay. 47 Sterne. Das ist eine stolze Summe. Ja. Dann hätten wir schon wieder 8 rote Münzen. Nicht übel. Und jetzt kommt... Laufe auf dem Grund des Sees. Dazu braucht man sogar die Titankappe. Ist auch ganz witzig. Aber okay. Das ist bei Nessies Grottensee, bevor irgendjemand fragt. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Hilfe! Ja, und wisst ihr was? Die anderen beiden sind im Nebellabyrinth. Die anderen beiden. Und der letzte ist da oben. Hm. Nicht schlecht. Haben wir also schon wieder alle. So, und jetzt braucht man diese Titankappe. So. Und in See. Jetzt folgt man hier diesem sehr komisch geformten Weg. Und da oben ist ein Schalter und da muss ich drauf. Und da der Gewicht drauf muss, braucht man Metall Mario. Und das ist sowas. Da braucht man jetzt nämlich Weitsprünge. Und noch ein. Yes! Da bin ich nämlich auch schon mal runtergefallen. Das war es witzig. Okay. Die Mission hätten wir auch. Dann schauen wir mal weiter. Durchsuche das Nebellabyrinth. Ja, das ist der erste Stern im Nebellabyrinth. Gut, dann gehen wir da mal hin. Also den Kurs werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part abschließen, aber ich werde immer noch die beiden Nebellabyrinth-Sterne machen. Und das war gerade sehr dumm. Boah, das war noch dümmer. Ich gehe hier am Ende noch drauf. Aber okay. Ah. So. Können wir auch mal die Titankappe verwenden? Weil mit der verlieren wir wie im Wasser keinen Schaden, keine Energie. So schön wäre es noch, wenn man dann Schaden verlieren würde. So, hier müssen wir hin. Da drüben wäre auch eine Tür gewesen, aber das ist der Notausgang. Und das ist unsere nächste Mission. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Der Notausgang ist auch etwas schwieriger. Und ja. Gut. War jetzt nicht so schwer. Gut. Dann hätten wir 49. Okay. Machen wir weiter. Mit... Suche im Nebel den Notausgang. Also, wie gesagt, das ist, wo wir schon gerade vorbeigelaufen sind, war der Notausgang. Und das ist nicht wirklich ganz einfach. Hier braucht man einen gesunden Controller, ansonsten kann das hier sehr fatal werden. Und wer sehen möchte, wie fatal das sein kann, schaut euch bei Neos an LPM bzw. Let's Play Markus an. Aber in seinem ersten Let's Play, nicht im Let's Play again. Okay, das war ein Big Fail.
Aber okay, ich mache hier ja auch schon wieder Let's Player-Werbung. Deshalb bin ich jetzt auch mal still in diesem Besuch, aber ja. Hier ist der Notausgang und bis hierher geht's ja noch. Aber jetzt kommt's gleich. Jetzt fährt man hier hoch und dann ist man beim schwarzen Loch. Dauert etwas. Und ja. Hier sind wir jetzt. Okay, das hasse ich. Denn man kann sich hier oben festhalten. Mit A. Und jetzt muss man sich da entlang rennen. Bis zum Stern. Und mein A-Knopf, der ist schon seit ewig langer Zeit nicht mehr der Beste. Aber okay, ich gebe mein Bestes. Einmal losgelassen bedeutet sofortiger Tod. Aber ich bin sehr weit. Und wenn ich jetzt runterfalle, das wäre bitter. Aber ich habe es ja geschafft. Gut. 50 Sterne. Jubiläum. Ja, aber okay, war ja auch nicht so schwer, wenn man es kann. Okay, du hast 50 Powersterne gesammelt, jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Ja, habe ich. Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Wir waren nicht mal beim zweiten Boss und können nun, ja, bis nach ganz oben. Achte auf Freunde Felsen. Ja, ich weiß, jetzt machen wir doch noch den Kurs fertig, aber ist ja nicht so schlimm. Gut, den Stern habe ich ja bereits im letzten Part erwähnt, aber ich mache ja gerne nach der Reihenfolge. So, jetzt gehen wir wieder hier rüber. Jetzt kommt wieder der doofe Felsen, der abprallt. Und jetzt müssen wir hier hoch. Und hier oben ist dann der letzte Stern in dem Kurs. Gut, dann haben wir das. Und ja, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir dann bereits mit Kurs 7 anfangen. Ja, bis dann, Leute. Und ciao bei Super Mario 64.